ist es soweit. Das erste Heimspiel der Europa-League-Saison steht an und zu Gast ist kein geringerer als Dynamo Kiew. Hinter mir läuft gerade noch das Abschlusstraining und wir nutzen die Gelegenheit und sprechen mit unserem sportlichen Leiter Frank Kramer darüber, wie es momentan hier bei uns am Trainingszentrum so läuft. Wie nimmst du denn momentan die Stimmung in der Truppe wahr? Ist da eine Vorfreude auf dieses Spiel zu spüren? Ja, da ist eine Menge Vorfreude da. Es ist das erste Heimspiel jetzt in der Europa League. Ja, da ist immer noch mal ein kleines bisschen was Neues dahinter. Ja, da misst man sich international mit Top-Mannschaften. Dynamo Kiew, total erfahrene Mannschaft, die jedes Jahr in der Champions League oder jetzt in der Europa League vertreten ist. X-facher Meister, ja, und total erfahrene Truppe. Und da ist natürlich die Vorfreude immer sehr groß, sich mit solchen messen zu dürfen im entsprechenden Rahmen. Und da sind wir natürlich alle sehr heiß drauf und finden das natürlich fantastisch. Lass uns noch mal ganz kurz den Blick zurückwerfen auf das letzte Bundesligaspiel gegen Bremen. Die Anfangsphase überragend. So, die ersten 15, 20 Minuten sind das die, an denen die Mannschaft sich jetzt auch hochgezogen hat und da was mitnimmt für dieses Spiel morgen? Ja, natürlich, weil es war ja keine einfache Situation. Wenn du länger auch nicht gewonnen hast, dann sind wir von Mütterland gekommen, wo wir ganz am Schluss nochmal einen richtig geilen Moment hatten und den Punkt erobert haben. Und das hat die Mannschaft dann mitgenommen. Diese Euphorie, diese Spielfreude, diese Power hat sie mitgenommen. Und das haben sie dann auch gleich gezeigt, dass das dann eben auch zum Erfolg führt. Und ja, schade, dass es dann so jäh abgerissen ist, dann eben mit der roten Karte. War es einfach ein anderes Spiel. Aber diese Dinge muss man mitnehmen, weil da haben wir einfach ganz, ganz viele Dinge top umgesetzt, genauso wie es in den Stärken der Mannschaft auch liegt. Und ja, haben dann eben auch gezeigt, dass wir dann sofort richtig, richtig viel Energie auslösen können. Wenn wir jetzt auf Dynamo Kiew blicken, in der Liga aktuell ungeschlagen, ein Unentschieden, ansonsten alles gewonnen. Am ersten Spieltag der Europa League gab es 0-3 gegen Lazio Rom. Ist das jetzt der Favorit? Sind wir der Favorit? Wie schätzt du das ein? Nee, ich würde es schon jetzt erstmal auf Augenhöhe einschätzen. Ich meine, Lazio Rom, das ist keine Laufkundschaft. Ne? Das weiß man auch. Das ist ein Top-Team in Italien, die in dem Spiel es natürlich auch unheimlich clever gemacht haben und sehr, sehr effizient waren. Das stimmt. Ja, ja. Zur Halbzeit 3-0 geführt haben und das dann sauber wegverteidigt haben. Also es ist dann schon eklig auch gegen so eine Truppe. Deswegen, ja, Augenhöhe. Wir haben unsere Fans im Rücken, ja, die hoffentlich wieder richtig Stimmung machen werden. Das braucht die Mannschaft, diese Unterstützung. Hat sie auch verdient, mit dieser Power im Rücken und mit der Euphorie in der Europa League einsetzen zu können zu Hause. Glaube ich, brauchen wir uns vor niemandem verstecken und da haben wir richtig Bock drauf. Ich würde sagen, besser kann man das nicht zusammenfassen, Frank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und liebe TSG-Fans, ich hoffe, wir sehen uns natürlich morgen Abend im Stadion. Bis dahin, macht's gut. Ciao.